Hallo, mein Name ist Thomas Meiner und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer Einheit Stretch. Ich hoffe, du hast viel Spaß dabei. Mache alles mit, was du kannst. Wenn du das Gefühl hast, es zieht zu sehr, es schmerzt, mach es weniger, mach es kleiner und mach es natürlich mit Geduld. Okay? Und natürlich, wenn es gar nicht geht, einfach eine Übung mal aussetzen und dann wieder in der nächsten Übung mitmachen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir kommen als allererstes mal zu ein bisschen Aufwärmen. Hiermit nehmen wir so ein paar fasziale Bewegungen, einfach ganz locker. Das Schaukeln der Arme. Stell dir vor, du hast hier zwei Seile und die baumeln einfach vor und zurück. Und mit der Zeit merkst du, wie dein Körper sich immer mehr mitdreht. Die Arme werden größer, kommen mehr nach oben Richtung Decke. Versuche so ein leichtes bisschen deine Grundspannung zu halten, also nicht ganz lose hier rumzuhampeln, sondern wirklich die Grundspannung in deinem Core, in deinem Körper halten und ansonsten zum Beispiel jetzt wie die Arme einfach baumeln lassen. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Immer schönes Atmen. Das Atmen ist ganz wichtig. Alleine eine ruhige Atmung, tiefe Atmung, lässt den Körper schon mal ein bisschen entspannen. Werde wieder ein bisschen kleiner. Atme gleichmäßig. Gerade jetzt diese faszialen Bewegungen können natürlich so deinen Puls ein bisschen nach oben treiben. Aber es dient als Aufwärmung und das schadet nichts. Das ist in Ordnung. Und beenden. Sehr schön. So, dann nehmen wir einfach mal nur den linken Arm. Der baumelt jetzt so von einer Seite zur anderen Seite. Einfach baumeln lassen. Sehr schön. Und du darfst ein bisschen größer werden. Atme gleichmäßig. Dehnen ist sehr, sehr wichtig. Stretch, gerade nach Sport. Also viele, die zum Beispiel joggen oder irgendwelche anderen Tennis, Sportarten machen. Ja, da ist es immer wichtig zu dehnen. Kommt meistens immer ein bisschen zu kurz. Ja, dafür nimmt man sich viel zu wenig Zeit. Aber jetzt dachte ich mir so, ich mache jetzt mal einfach mal ein Stretch-Video. Dann kann jeder immer mal reingehen und sagen, okay, wenn in dem Muskeltraining nicht so viel Stretch ist, nimm einfach hier da noch ein paar Minuten mit und dann geh auf die andere Seite. Somit sind wir auch schon bei der Idee. Ich mache jetzt so ungefähr 10 Minuten fasziales Bewegen, einfach aufwärmen und lockern der Faszie. Und wenn du aber sagst, du möchtest nur in das Dehnen gehen, dann einfach nach vorne spulen in das Video, dann bist du direkt nach 10 Minuten nur im Dehnen, okay? Sehr schön. Einfach mal noch ein bisschen baumeln lassen. Die letzten Sekunden. Ruhig atmen. Durch die Nase ein und aus. Gut. Und dann würde ich sagen, lassen wir die Beine mal richtig schön geöffnet. Und jetzt rollen wir Ferse hoch. Von einer Seite zur anderen Seite. Die Ferse geht hoch. Nicht vergessen. Dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen dieses fasziale Aufwärmen haben, wird daraus schon fast ein Workout. Aber insgesamt natürlich sehr entspannend, ruhig atmen, durch die Nase ein und aus. Auch wieder zwei Seile an deinem Körper, die baumeln von rechts nach links, von links nach rechts. In der Mitte lässt du deinen Oberkörper wie eine Kerze aufrecht. Sehr schön, das machen wir nur ungefähr 8 Sekunden. Ruhig atmen. Und wieder kleiner werden und beenden. So, jetzt geht mein rechtes Bein vor und mein linker Arm geht hoch und tief. Dein Oberkörper geht mit, reinrollen, wieder raus. Das verändere ich jetzt aber auch gleich. Ja, ich nehme jetzt hier die Bewegung ein bisschen seitlich, gehe unter dem rechten Arm durch und gehe jetzt mehr in die Querbewegung, in die Rotation. Rausschleudern. Hochexplosiv, runterexplosiv.
Sehr schön. Meine Füße stehen fest am Boden. Atme ruhig. Ja, du merkst, wie es warm wird. Die Atmung darf auch ein bisschen schneller werden dabei. Unter den rechten Arm durch. Noch die letzten 8 Sekunden. Sehr schön. Und dann wechseln wir die Seite. Jetzt ist mein linkes Bein vor. Und ich gehe wieder hoch und tief. Schönes Bewegen. Die letzten Sekunden. Jetzt gehe ich auch wieder ein bisschen mehr seitlich. Unter meinen linken Arm durch, raus. Schöne Rotation. Dreh deinen Körper auf. Das machen wir noch 8 Sekunden. Komm, bleib dabei. Sehr schön. Du merkst, es wird warm, aber es ist angenehm. Es ist gar nicht so extrem, aber natürlich kostet es ein bisschen Kraft und Energie. Und wieder lösen. Erstmal Schulter rollen lassen. Ruhig atmen. Durch die Nase ein, Mund aus. Perfekt. Wir sind noch nicht ganz am Ende von dieser Bewegung. Und jetzt hätte ich gerne nochmal beide Arme schön hinten hoch und vorne. Katapultiere dich hinten ruhig so ein bisschen hoch. Du siehst, die Ferse geht hoch. Jawohl. Du siehst, ich katapultiere mich so weit nach hinten hoch, dass sogar die Ferse leicht den Boden wegverlassen. Also die Ferse lüpft sich so leicht nach oben ab. Also ich springe nicht. Alleine der Schwung der Arme zieht mich hinten hoch. Noch 8 Sekunden. Und wieder lösen. Sehr schön. So, mit unserer letzten Übung gehen wir ganz tief, hängen uns einfach mal aus. Bleibe hängen. Lass alles ganz einfach hängen. Richtung Erde. Versuch deine Beine zu strecken, aber nicht durchzudrücken. Und atme. Und jetzt federe in deine linke Seite rüber. Ganz weit rüber in die linke Seite federn. Ganz weit rüber. Komm ganz weit in die linke Seite, so weit wie es geht. Rüber in die linke Seite. Ruhig atmen und dann geh in die Mitte wieder zurück. Und geh auf deine rechte Seite rüber. Fühle auch immer so die Unterschiede zwischen rechts und links. Ob etwas vielleicht so ein bisschen ungelenk ist. Sehr schön. Komm in die Mitte zurück. Dann rolle langsam wieder nach oben auf. Und atme nochmal tief ein. Aus. Tief ein. Aus. Sehr schön. So beginnen wir erstmal mit den Fingern. So ein kleines bisschen Klavier spielen. Ja, Finger vergessen wir auch immer wieder, dass die dabei sind. Die müssen auch den ganzen Tag arbeiten, aber man vergisst sie einfach. Okay. Und dann auch die Handgelenke hier unten mal rein und rausrollen. Auch so ein bisschen die Fischflosse mitnehmen. Lass deinen Atem fließen. Du merkst, es wird langsam wieder ruhiger. Sehr schön. Den Helikopter. Ruhig atmen. Okay. So, dann habe ich mein rechtes Bein jetzt schon mal so heimlich vorgeschoben. Und jetzt gehe ich hier tief an den Fuß, schiebe mich nach oben.
Ich mache hier meine rechte Seite so richtig schön lang. Immer wenn du tief gehst, schiebst du dein Gesäß nach hinten in die Ecke. Spürst natürlich auch, wie die Oberschenkelrückseite im rechten Bein schon mal gedehnt wird. Jetzt bleibe ich hier unten an meinem Fuß und lasse den Rücken rund und gerade werden. Kommst du nicht an den Fuß, kommst du vielleicht an den Schaft. Kommst du hier auch nicht hin, gehst du auf deine Knie. Mal schauen, wo komme ich denn hin? Atme gleichmäßig. Jetzt halte mal nur noch den Rücken gerade. Schieb deinen Po weit nach hinten in die Ecke. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Ich nehme meine linke Hand ans Knie, links nach innen. Meine rechte Hand drückt jetzt so ein bisschen den Fuß nach außen. Der dreht sich so ein bisschen raus. Schau mal, was passiert, wenn du das machst. Du merkst hier so eine andere Dehnung. Geht eher so ein bisschen nach innen. Und lösen. Sehr schön. Lockere dich wieder insgesamt. Ganz wichtig, immer wieder lockern nach jedem Dehnvorgang, so dass es für dich angenehm ist. Okay, atme nochmal ein und aus. Jetzt habe ich mein linkes Bein vor und ich gehe auch hier wieder in die Tiefe und wieder richtig schön in die Länge. Schieb deinen Hüftbeuger vor, hier lange Hüfte. So, jetzt bleiben wir wieder unten am Fuß. Ich lasse den Rücken wieder rund und gerade werden. Halte mein Bein gestreckt, nicht durchgedrückt. Halte dich jetzt gerade, schieb den Po weit nach hinten. Meine rechte Hand geht an die Oberschenkelinnenseite rechts und meine linke Hand an die Fußinnenseite. Und jetzt drücke ich den Fuß so ein bisschen nach außen. Fühle wieder hinein, was passiert denn da jetzt? Du merkst, wie das hier wieder so ein bisschen innen mehr zieht. Und zurück, langsam hochkommen. Und insgesamt wieder so ein bisschen entspannen. Immer wieder ein bisschen auslockern. Gut, dann würde ich sagen, die Füße stehen hüftbreit. Und jetzt gehen wir mal ganz entspannt tief, bis wir die Füße berühren. Po tief, hoch. Setz deine Fingerspitze unter die Fußspitzen. Und dann einfach mal die Beine beugen und wieder strecken. Wichtig ist, dass deine Arme unten bleiben, mit den Zehenspitzen hältst du so deine Finger fest. Du siehst, wie meine Fußspitzen die Finger festhalten. So dass ich mich nicht krallen muss mit den Armen, sondern wirklich nur die Beine strecken und beugen. Und jetzt lasse ich die Beine mal gestreckt. Atme, atme, atme. Und gehe wieder langsam tief. Ich versuche sie immer länger gestreckt zu halten, die Beine. Aber ich gehe auch mal wieder tief. Wieder. Der Rest macht die Atmung wieder ganz entspannt. Atmen, atmen, atmen. Machen wir ein letztes Mal. Sehr schön. Komm langsam hoch. Okay. Insgesamt wieder lockern. Und jetzt gehen wir zum Boden. Boden angekommen, nehme ich jetzt erst einmal hier meine Füße zusammen. Okay. Ich packe mich hier vorne mit beiden Händen und jetzt wackle ich so ein bisschen mit meinen Sitzhockern nach vorne
Richtung Ferse. Irgendwann merke ich, da geht nichts mehr, da bleibt es dann stehen. Dann bleibe auch ich hier stehen. Lass den Rücken mal rund. Gerade werden. Wenn ich gerade werde, drücke ich meine Knie nach außen Richtung Erde. Beim Rundwerden die Knie so ein bisschen mit reinnehmen. Beim gerade aufrichten, Knie nach unten schieben. Und beim Rundwerden die Knie so ein bisschen hochziehen. Einatmen. Probier es mit der Atmung entweder so oder umgekehrt. Finde deinen Weg, wie du am besten atmest. Was unterstützt deine Dehnung? Jetzt bleibe ich mal aufrecht und lasse hier so ein kleines bisschen die Knie nach unten wippen. Ist auch wieder so ein bisschen faszial. Du merkst die Oberschenkelinnenseite. Also ich erkläre normalerweise, was man spürt. Aber das ist schon selbsterklärend. Ja, du merkst deutlich die Oberschenkelinnenseite, die ist so verkürzt. Ja, ist leider. Man dehnt halt eben echt zu wenig. Versuch den Rücken gerade zu halten, richte dich auf, Brustbein hochziehen und nochmal halten. 4 Sekunden, 3, 2, langsam rund werden, abstützen, auslösen und die Beine die Länge schieben. Sehr schön. Insgesamt hier einfach ein bisschen die Füße lockern, okay? Gut, jetzt hätte ich gerne, dass das rechte Bein vorne ist. Ich mache das mal so rum. Das rechte Bein ist vor und der linke Fuß ist an der Oberschenkelinnenseite. Okay? Mit der linken Hand drücke ich das Knie hier nach unten. Mit der rechten Hand stütze ich mich seitlich ab. Jetzt bin ich aufrecht. Ich gehe nach vorne an den Fuß. Rund und wieder aufrichten und hier das Knie richtig nach unten drücken. So wie es dir möglich ist. Wieder rund werden an den Fuß und wieder aufrichten. Hochdrücken. Wieder vorne an den Fuß und wieder aufrichten. Versuche immer noch tiefer in deine Fußsohle hineinzugehen, bis du irgendwann sagst, okay, das reicht, da geht nichts mehr. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Ein letztes Mal. Und jetzt bleibe ich hier vorne. Lass hier nochmal den Rücken rund. Gerade werden. Immer wenn ich gerade werde, drücke ich mit der linken Hand das Knie nochmal fest an den Boden. Rund werden und gerade. Rund und gerade. Nimm deinen Atem mit. Probier dich aus. Es ist ganz wichtig, dass du selbst auch herausfindest, wie ist dein Atem am besten einzusetzen bei den Übungen. Okay, die letzte Runde, jetzt bleibe ich gerade und jetzt wechsle ich meine linke Hand an die rechte Fußspitze. Halte mich einfach mal nur hier fest. Nur halten, drück dein linkes Knie, versuch das an den Boden zu schieben. Bleibe hier. Also gar nicht jetzt groß irgendwie ziehen, einfach nur festhalten. Mehr ist das nicht. Atmen und festhalten. Und versuchen mit jedem Atem den Oberkörper so ein bisschen in seiner geraden Form weiter vorzubringen. Geh mit beiden Händen jetzt mal an den Fuß. Du darfst den Fuß strecken und wieder zurückziehen. Fuß strecken und wieder beugen. Du merkst, wenn der Fuß sich streckt, wird auch der Rücken lang gezogen. Machen wir noch ein paar Sekunden. Halten. Komm langsam gerade nach oben. Perfekt. Jetzt sitzt du aufrecht, hast ein rechtes gestrecktes Bein und dein linkes Knie ist hier. Jetzt gehst du mit deiner rechten Hand an dein linkes Knie. Aufrecht sitzend. Mit der linken Hand hinter dein Becken. Ich sitze aufrecht und jetzt schau mal.
aufrichten, einatmen, nach hinten wegdrehen und ausatmen. Geh wieder vor, fang wieder von neuem an. Aufrichten, einatmen, ausatmen, nach hinten wegdrehen. Das machen wir noch ein paar Mal. Jeder für sich. Vielleicht hast du das Gefühl, mit jedem Mal kommst du mehr nach hinten. Letztes Mal. Und beenden. Sehr schön. Dann nehme ich jetzt hier meinen Fuß oben drauf. Halte den hier so fest mit der rechten Hand und jetzt runterdrücken und ranziehen das Bein. Das linke Knie runterschieben, aufrichten, ranziehen. Runterschieben, aufrichten und ranziehen. Ganz wichtig, immer den Rücken, ja, richtig schön, komm, aufrichten, hochziehen das Brustbein und wieder runter. Fühle, was passiert bei dieser Bewegung. Letztes Mal. Und abstützen, lösen, Füße ein bisschen lockern. Ruhig, wenn du möchtest, auch mal hier so ein bisschen hin und her pendeln. Ganz wichtig natürlich auch das machen, was dir gut tut beim Lockern. Denn du fühlst ja, oh, da zwickt's. Also musst du für dich selbst auch ein paar Übungen lockern. Mit reinnehmen, die dir gut tun. So, ich würde sagen, wir gehen auf die andere Seite. Okay, jetzt habe ich mein linkes Bein gestreckt. Meine Fußsohle kommt hier an die Oberschenkelinnenseite. Mit der rechten Hand drücke ich hier mein Knie wieder nach unten. Die linke Hand schiebe ich hinter mein Becken oder neben, seitlich neben das Becken, Entschuldigung. Und jetzt drücke ich hier runter, bin aufrecht und dann gehe ich nach vorne an den Fuß, werde rund, ziehe mich mal kurz vor, wieder aufrichten, Knie nach unten, hoch mit dem Brustbein, aufrichten und dann wieder runter, rund werden und wieder hochziehen, aufrichten, wieder vorkommen. Und das Gute ist bei diesem Stretching, ihr könnt die Übungen kleiner machen, ja, nicht jeder ist gut gedehnt, also das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt hier nicht daran komme an den Fuß, komme ich an den Schaft oder ich komme an das Knie, also jeder kann für sich selbst so ein bisschen anfangen mit dem Dehnen, okay, und das ist ja so Sinn und Zweck, dass man irgendwann mal den Anfang findet, um halt eben immer besser zu werden und je öfter ihr das macht, desto mehr Erfolg bekommt ihr. Sehr schön. So, jetzt bleibe ich wieder vor und jetzt lasse ich den Rücken mal wieder rund werden und gerade. Rund werden und gerade. Reinrollen und wieder gerade werden. Ich lasse aber hier meine Finger nicht los vom Fuß. Ich lasse mein Bein gestreckt, nicht qualvoll durchgedrückt, einfach gestreckt. Sehr schön, noch ungefähr 8 Sekunden. Ruhig atmen, durch die Nase ein und aus. Sehr schön. Ich lasse meinen Rücken gerade und wechsle nur die Hände. Rechte Hand, linker Fuß, linke Hand so ein bisschen seitlich hinter dem Becken. Ruhig atmen, mehr ist jetzt nicht. Drück dein rechtes Knie an den Boden. Halte dich. Wichtig ist mit der Atmung jetzt versuchen, so langsam immer ein bisschen weiter vorzukommen, Richtung Oberschenkel mit dem Bauchnabel. Atme gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Geh mit beiden Händen nochmal an den Fuß, atme ruhig durch die Nase ein und aus. Drück währenddessen immer so die rechte Beinseite Richtung Erde. Lass deinen Atem fließen.
Und je länger wir halten und ruhig atmen, desto mehr merken wir, dass die Dehnung so langsam immer mehr wird. Und dann komme ich jetzt hier nach oben aufrecht sitzend. Okay? Alles gut bei dir zu Hause? Falls das mal zieht, geh ruhig in so eine Stellung, wo du sagst, aha, endlich tut's gut. Und dann geh langsam wieder raus und fang wieder an. So, jetzt geh mit deiner linken Hand an dein rechtes Knie. Brustbein hochziehen, also aufrichten. Und mit deiner rechten Hand weit hinter deinen Körper, hinter das Becken. Erste Sache, einatmen. Mit dem Ausatmen weit nach hinten drehen. Langsam wieder nach vorne, alles lösen. Wieder aufrichten, einatmen. Ausatmen, zurück. Einatmen, ausatmen, nochmal einatmen, letztes Mal und zurück. So, jetzt nehme ich hier meinen rechten Fuß hoch auf den Oberschenkel links. Die linke Hand unterstützt das einfach so ganz leicht. Ich drücke mit der rechten Hand das Knie nach unten, das merkst du hier im Hüftgelenk. Und dann ziehe ich mich aber auch ganz nah ran zu meinem Oberkörper. Ich schiebe es wieder runter und ich ziehe mich wieder deutlich hoch. Aufrichten. Aufrichten. Immer schön gleichmäßig. Ganz wichtig, es soll nichts heftig schmerzen. Ja? Du gehst immer so weit, dass es noch erträglich ist. Ich brauche keine Tränen im Auge. Also auf gar keinen Fall weinen. Sehr schön, komm. Ruhig atmen durch die Nase ein und aus. Und dann beenden wir diese Übung. Löst es auf. Bisschen die Füße wieder schütteln. Wenn du es brauchst, hier einfach wieder rollen. 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 Sehr schön. So, dann kommen wir in den Kniestand. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst das rechte Bein vor. Wichtig hier ist jetzt, stabil zu stehen. Und jetzt schauen wir einfach mal so ein bisschen vor, federn. Ich brauche hier die Dehnung, also so ein ganz leichtes Federn, immer vor und zurück. Wichtig ist, dieses Knie darf nicht über die Fußspitze hier vorne. Okay, stütz dich ab und jetzt schieb dich mal immer vor. Zieh den Bauchnabel Richtung Brust in dem Moment, wo du vorgehst. Ich kann jetzt auch hier so meinen Arm noch mitnehmen. Du kannst auch so dreimal reinfedern, wenn du möchtest. Mach es einfach so, wie du es für dich als machbar empfindest. Ich bin jetzt ganz bewusst hier in meinem Hüftbeuger. Ich mache das jetzt für mich nochmal so einzeln. Und jetzt steigere ich mich ein kleines bisschen. Ich werde rund, komme vor an den Fuß, gehe wieder nach oben. Stütze mich ab mit meiner rechten Hand hier und dehne mich hier aber nochmal. So ein bisschen Bewegungsstretch. Meine rechte Hand, die unterstützt mich, dass mein Knie nicht so viel arbeiten muss hier. Und ein letztes Mal. Sehr schön. Noch 4, 3, 2, 1. Perfekt. Kurz mal absetzen. Sehr schön. Ein bisschen den Oberkörper rollen lassen.
Einfach nur ganz leicht. Ein bisschen mehr Bewegung im Körper. So, du weißt, jetzt kommt die andere Seite dran, okay? Und dann gehen wir jetzt in den Stand. Mein linkes Bein ist jetzt vor. Also auf jeden Fall das andere Bein. Ich stütze mich hier wieder leicht ab und dann federe ich wieder hier so ganz leicht vor und zurück. Wichtig ist hier die Dehnung, Hüftbeuger. Jetzt steigern wir uns wieder. Schau mal, du gehst hoch und wieder tief. Und von Mal zu Mal spüre ich zumindest, dass es lockerer wird. Es lässt immer mehr nach. Die Bewegung wird größer. Okay, jetzt zeige ich dir wieder, was ich hier mache. Ich gehe dreimal auch vor und zurück. Und jetzt gehe ich nochmal in die einzelnen Bewegungen. Einzeln hoch und tief. Und jetzt verändere ich mich wieder. Schau mal, ich stütze mich mit rechts ab, damit ich hier sanft nach unten komme. Mit der linken Hand nochmal schön an den Fuß komme und dann drücke ich mich mit der rechten Hand auch wieder ab. Also mein rechter Arm, der hilft so ein bisschen kraftvoll, damit ich mich hochdrücken kann und sachte nach unten komme. Das ist einfach mal so ein bisschen Vor- und Rückdehnung. In Kombination. Und jetzt bleibe ich noch mal kurz hier vorne, die letzten 8 Sekunden. Jetzt haben wir den Hüftbeuger schon mal richtig schön lang gemacht. Dann kommen wir jetzt zu unserem Endspurt. Sehr schön. Und zwar gehen wir jetzt in die Bauchlage. In der Bauchlage legen wir uns der Länge nach ab. Lockern nochmal so ein bisschen unser Becken. Lege deinen Kopf ab, schau, dass alles völlig entspannt ist. Es tut auch gut, du merkst, dass wie gut das tut, wenn wir hier so liegen und nichts mehr machen. So, die Beine geschlossen, die Arme geschlossen und jetzt darfst du mit deinem rechten Arm oder mit der rechten Hand an den rechten Fuß gehen. Oder besser gesagt, ich sag mal an den Schaft. Halte den Schaft fest. Gehe möglichst nicht an den Spann, sondern wirklich Fußgelenk Schaft. Halte dich dort, die Beine sind geschlossen. Du spürst deine Oberschenkelvorderseite. Atme ruhig, zieh den Bauchnabel Richtung Brust. Lass die Atmung für dich arbeiten. Versuche jetzt die rechte Hüfte immer wieder an den Boden zu schieben, kurz halten, dann wieder lösen. Immer wieder die rechte Hüfte an den Boden ranschieben. Und das Ranschieben hältst du immer so ein Stück weit länger mit jedem Mal, so wie es erträglich ist für dich. Atme gleichmäßig. Und dann langsam lösen, wieder ein bisschen entspannen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen gleich über in die andere Seite. Beine geschlossen. Okay. Und jetzt gehst du mit deiner linken Hand an den linken Schaft. Möglichst nicht an das Fußgelenk, an den Spann. Und jetzt auch hier wieder halten, nicht am Bein oben ziehen. Einfach nur Bauchnabel Richtung Brust ziehen
und versuche mal die Hüfte so leicht an den Boden ranzuschieben und langsam wieder lösen. Also was ich nicht machen würde, wäre da oben am Bein, am Fußgelenk ziehen. Wir wollen ja nicht das Knie überdehnen, wir wollen den Oberschenkel in der Vorderseite lang machen. Und da hilft die Hüfte jetzt links einfach an den Boden ranschieben, Bauchnabel Richtung Brust ziehen und schon merkst du, wie deutlich die Dehnung entsteht. Atme ruhig. Und das Halten wird immer ein bisschen länger, je nachdem wie erträglich dieses ist. Sehr schön, ein letztes Mal. Und dann langsam wieder lösen. Sehr schön. So. Einfach ein bisschen wieder das Becken rollen lassen. Und jetzt nimm mal deine Unterschenkel hoch und lass mal deine Beine so in und ein, rein und raus pendeln. Ist ganz locker. Wie geht's dir jetzt? Hast du das Gefühl, dass einiges ein bisschen entspannter ist, dass dein Körper so ein bisschen runtergefahren ist auch? Okay, dann lassen wir wieder ein bisschen die Finger Klavier spielen. Gut, dann kurz abstützen. Die Ellenbogen, die schiebe ich jetzt mal in den Boden hinein, als wollte ich mich nach vorne robben. Ja, stell dir vor, meine Beine können sich nicht bewegen und ich will vorkommen. Also ziehe ich mich jetzt hier so ein bisschen vor. Und wenn ich das mache, merke ich, wie meine Bauchdecke so richtig schön lang gezogen wird. Schulter nach hinten. Zieh dich noch ein bisschen höher. Druck mit den Ellenbogen in die Matte und das Gefühl haben, du willst dich nach vorne robben. Du möchtest vorkommen. Und langsam wieder lösen. Sehr schön, komm, das machen wir noch einmal. Schön die Ellenbogen in den Boden schieben. Das Gefühl haben, du möchtest vorrobben. Schulter zurück, langer Hals. Atme. Und wieder langsam lösen. Okay, jetzt kommst du in den Vierfüßlerstand. Und hier machen wir dann einfach mal noch ein bisschen Katzenbuckel und Pferderücken. Wir sind am Ende unserer Einheit. Dann nimmst du nochmal den Zementmischer mit 2-3 Mal in eine Richtung, 2-3 Mal in die andere Richtung. Sehr schön. Komm einfach nochmal in den Sitz. Deine Beine sind ein bisschen länger. Okay. Und nochmal den Rücken kurz rund und gerade. Auch ruhig mal so über eine Seite rund. Gerade und die andere Seite rund und gerade. Zwischenzeitlich halte ich mich hier mit den Händen an meinem Schienbein fest. Okay, so. Bleib aufrecht, die Schultern sind tief, leichtes Doppelkinn. Schau in die rechte Seite rüber, ohne dass der Oberkörper sich mitdreht. Gehe über die Mitte auf die andere Seite. Ohne dass der Oberkörper sich mitdreht. Somit geh mit deinem Kinn tief nach unten, Richtung Brust. Komm über die Mitte nach oben. Schieb mal deinen Unterkiefer noch mal leicht vor für einen langen Hals.
langsam lösen, Schultern nochmal rollen lassen. Gut, atme ein, Beine schließen, atme aus, geh nach vorne runter. Ein, aus, ein, aus, tief ein, aus, sehr schön. So, dir sollte es gut sein. Ich hoffe, es geht dir gut und damit haben wir unser Stretch beendet. Mach das immer mal wieder, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe heute so eine Spannung im Körper. Die Stunde ist online für dich da. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß dabei. Mein Name ist Thomas Meiner und wenn du jetzt nach oben gehst, mach das langsam, gleichmäßig. Hüpf nicht nach oben wie ein junges Reh. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich sage adios, bye bye, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.